Dann würde ich anfangen. Ja, auf den Puls. Standby Main. Jo. Normal Ariana und Effekt. Ja. Nehme ich mir die Uhr. Dann würde ich eine Karte verlegen, aktiviere den Effekt von der Uhr und Effekt von der Lady, die Special Summon von der Hand. Dann würde ich Willkommenslabyrinth aktivieren und Kette die Lady von der Silberbucht an. Ja. Darf ich? Was denn? Ja, klar. Darfst du jederzeit mein Grave durchschauen, wenn es dir danach gelüstet. Dann Special ein Schikard. Dann Effekt von Schikard und werf Arias ab. Hat er schon die Runde bekommen am Start? Für einen Big Welcome. Ja. Dann bei Resolve Effekt von der Uhr für Special Summon oder Adback auf die Hand. Vollkommen fein. Dann würde ich ihn auf meine Hand ändern. Dann eine Karte verdeckt und Pass. Gut. In deiner Endphase. Ja. Würde ich Schikard aktivieren? Kosten? Ja, das war gut. Ja.
Ja. Und dann würde ich ziehen. Ja. Draw? Ja. Ja. Welcome aktivieren. Chain Lady. Ja. Setzen wir einen Terror des Obermanns. Ich würde mir eine Arena setzen. Ja. Effekt. Handkarten wie viel? Vier. Vier. Think. Dann würde ich Imper aufziehen. Ja. Ich muss da nicht sehen. Ich kann zwei ziehen und ich kann zwei hauen. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Alles haben wir. Kannst zwei hauen einfach und zwei haben wir. Dann würde ich. Die Karte aktivieren. Kosten. Das ist in Ordnung. Ja. Ja, und dann würde ich tatsächlich sogar passen. Dann würde ich eine Endphase überlegen. Ja. Dann würde ich in der Endphase Dogmatiker Bestrafung aktivieren und target deine Ariane. Dann lege ich in den Friedhof ein Entes. Mhm. Und auf Resolve Chainlink 1 Ariana, Chainlink 2 Shikard, Chainlink 3 Entes, target dein Big Welcome und Chainlink 4 mein normales Willkommenslabyrinth. Das wird Calling Grave. Das kommt dann gesetzt. Also genau. So, nee, mein. Die wird zerstört, ja. Ja. Chainlink 1. Also da drauf irgendwas oder Resolve? Nee, du machst. Okay. Dann setze ich mir ein Labyrinth. Ich habe ja nur gesetzte Karten. Also. Sie poppt und Shikard kommt special. Da
dann würde ich. Magst du immer noch in die Endphase gehen, also den Zug passen? Dann würde ich Chicard-Effekt aktivieren und pitch die Uhr zum Setzen. Und setzen wir einen Labyrinth. Gut. Ja, ich habe noch den Draw hab ich angesagt. Wie machen wir das jetzt? Ich habe den Draw angesagt, aber jetzt nicht genommen. Okay. Dann meiner? Draw. Irgendwas in meiner Drawface? Nee. Dann Standby-Face? Main-Face? Dann würde ich sie aktivieren. Mhm. Was hier drauf? Nee. Dann würde ich ein großes Willkommenslabyrinth aktivieren. Mhm. Da drauf irgendwas. Ne, das war nicht. Dann würde ich Chain die Lady. Ja. Setzen wir eine Daruma, Special, eine Lovely und bounce sie mir auf die Hand. Bounce mir auf die Hand der Ariana und würde sie zerstören. In der neuen. Ach so, durch nee, das sie passiert, genau, durch sie passiert das bei Resolve. Stimmt, da kann ich auch nichts dran chainen, oder? Nee, also da hättest du vorher chainen. Ja, okay, gut. Dann geht's hier auf Grave. Dann hätte ich Chainlinks. Chainlink 1 Lovely, Chainlink 2 Chicard. Ja, ich glaube, das könnte Van nicht machen mit einer Handkarte. Nicht, okay. Mit einer, nicht mehr allzu viel. Das ist wahr, aber versuch was. Ich habe tatsächlich mal Lab mit Traptrax kombiniert, weil du kannst ja dann Kuhklock immer wieder rotieren durch den Trap und jedes Mal Traps setzen. Und wie lief das? Das ist verdammt gut. Damn. Überraschend gut. Ich würde anfangen. Klar, auf ein gutes. Was war an der Normal Samariana so dumm? Nee, ich wollte eigentlich eine andere Karte erst spielen. Wenn du magst. Das ist echt sauber. Dann würde ich ja nicht erst den Pot aktivieren. Boah, cringe. Ja. Ja. Ehre von dir. Würde ich mit Pricing spielen, hätte ich nie gesagt. Ja, verstehe ich. Möchtest du? Nein, der hat eine Ash auf der Hand. Denk mal 6. Ja. Darf ich mir die auch angucken? Ich glaube nicht, ne? Die werden ja verdeckt schon. Ist fein, ja. Nett. Gut, dann würde ich in dem Fall die Ariana
Klar. Normalen Effekt. Boah, das darf dir echt nicht nochmal passieren. Ja, Mann. Ich hab das nur auf Eloquent bisher gezockt. Ne? Ich hab's einmal gespielt gegen Kili vorgestern. Echt? Ja. Was nehmen wir denn? Ich würde sie nehmen. Ja. Na ja, toll, der Spaß landet auf dem Channel. Das ist auch gut. Ja, nicht schlimm. Die werden nur sehen, dass ein bisschen cringe war und das war's. Das ist wahr. Dann würde ich Kuhglock in der Hand aktivieren. Also ja. Abwerfen. Ich hau die Würfel weg, damit wir Spotsport Gaming Werbung machen können. Stimmt. daran chainen würde ich die Lady in der Hand. An den Kuhglock? Bitte? An ihn hier? Ja. Ja, ist in Ordnung. Und dann würde ich Welcome aktivieren in der neuen Chain. Klar. Und Love League spielen. Mhm. Darf ich den Effekt von Lovely aktivieren? Klar. Umsetzende von der Falle. Ja. Und dann will ich passen. Dann Draw Phase. In deiner Draw Phase würde ich gerne Dimension Barrier aktivieren. Fusion Coin. Ja, ist okay. Lady Tranchain. Ja. Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber nee, ich habe ja gesagt. Ja, habe ich auch zweimal bei dir gemacht. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich spiele das Deck selbst und habe nicht dran gedacht. Ja, aber ist in Ordnung. Ich habe ja gesagt. Ja. Und dann würde ich gerne Eradicator aktivieren. Schaut rein. Mhm, Kosten. Kosten. Ist in Ordnung, resolved. Also, erst der Virus. Ich call Trap. Oh, das war's wert. Das war's absolut wert. Gut. Dann war die Lady für Setzen. Die Lady für Setzen. Und dann würde die den Barrier resolven. Genau. Das ist eine gute Frage. Setzen. Ja. Das war alles in meiner Draw Phase, ne? Das war alles in deiner Draw Phase. Okay, dann würde ich gerne in die Standby gehen. Oder kommt noch was? Ja, tatsächlich. Effekt von ihr. Weil durch eine Falle. Wieso? Durch was für ein Effekt von ihr kommt jetzt? Wird da nicht getriggert? Die ist als Kosten gegangen, nicht durch einen Falleneffekt, so wie ich das verstehe. Das sind ja Kosten von dem. Das stimmt. Und das heißt, kein Effekt. Sie sollte eigentlich nicht triggern jetzt. Falls einer oder mehr andere Monster das Spielfeld durch deinen normalen Falleneffekt verlassen. Genau. Und das ist ja aus Kosten gegangen, nicht durch einen Falleneffekt. Okay, ich verstehe. Das heißt, dann geht das nicht. Aber kannst auch gerne mal dir eine Zweitmeinung einholen. Ich vertraue dir da ehrlich gesagt vollkommen. Dann würde ich dich erstmal spielen lassen. Okay, dann würde ich in die Standby-Phase gehen. Jo. Main-Phase. Ja.
Dann Topf. Und dann würde ich dich bitten, auch mal mich 6 extra Monster zu entledigen. Ich mache mein Banish Pine hier unten. Ja. Alles klar. Geht er durch? Der geht durch. Die Karten werden übrigens gezeigt, die ich gezogen habe. Ja. Wegen dem Virus. Und ich muss die beiden abwerfen. Bitte. Dann. Korrekt. Dann Normal Sam Ariana und Factor zusammen. Da würde ich gerne Big Welcome dranhängen. Als Chain 2? Ja. Und als Chain 3 Welcome. Ja. Schwierig. Ja. Da würde ich gerne. Lady und. Dann. Ja. Kuklock. Und Zweckbalzen. Dann resolve meine Ariana. Ja. Das war eigentlich auch gar nicht schlau, ich hätte Ariana sprechen sollen. Und ich entscheide mich für den Schikaten. Think? Ja, genau den nehme ich. Gut, dann kannst du noch was aktivieren darauf? Auf Resolve habe ich nichts, falls du was hast. Dann würde ich Chain 1, Chain 2 zum Ziehen. Nee, warte mal, doch, zum Ziehen. Ja, ist okay. Ziehen und dann auch. Ja, nehme ich eine Handkarte. Ja. 1 bis 4. Die hier. Jo. So, kann ich dann weitermachen? Du kannst weitermachen. Dann aktiviere ich den Effekt von Schikat und werf Modora ab. Das ist fein. Setze ich mir ein Big Welcome. Effekt von der Uhr im Friedhof für Adback oder Special. Ja, das ist fein. Dann. Special oder Adback?
Dann würde ich den Adback auf die Hand. Jo. Dann Effekt von der Uhr. Ja. Da würde ich. Ja. Auf dem Effekt von der Uhr? Ja, auf dem Clock. Ja, klar. Dann würde ich Big Welcome aktivieren. Ja. Dann beschwöre ich eine Lovely und gib mir die Ariane auf die Hand. Bei Resolve Chainlink 1 Lovely für Pop. Chainlink 2 Shikard. Pop zur Hand oder? Das entscheide ich bei Resolve. Stimmt. Chainlink 1, Chainlink 2 Shikard und. Kurz überlegen. Die war im. Die habe ich die Runde abgelegt. Ne, dann kann ich sie nicht aktivieren. Also Chainlink 1 Lovely und Chainlink 2 Shikard. Da würde ich gerne. Da muss man keinen Schein. Ja. Gut. Dann gehen alle in Def. Ja. Dann special ich den Shikard. Und dann bist du dran. Ja. Ich muss eigentlich meine Rudel, ich habe meine Rudelfrage. Eine Sekunde. Ja, genau. Ich wollte einfach viel auf gut, dann würde ich die. Achso, ja. Dwarfface. Ja, ist in Ordnung. Und Main. Dann würde ich die mal flippen. Ja. Und in welchen Angriff? In die Battleface? Richtig. Ja, ist okay. Ich würde die hat eins. Das ist auch egal. Bin ich mit Lady Lovely? Und mit Lovely über Shikard. Dann würde ich Effekt von Shikard aktivieren. Ja, auf die Angriffsdeklarierung. Und setzen mir einen Big Welcome. Mhm.
ein Big Welcome. Okay. Dann geht der Angriff direkt durch. Mit wem hast du ihn angegriffen? Mit Lovely. Mit Lovely, okay, dann krieg ich 200 Damage. Genau. Und dann würde ich noch mit Ariana angreifen. Für 1,6. Ja. Dann würde ich Effekt von Lovely aktivieren. Zum Setzen von der Falle. Du musst sie aber wählen. Die Falle? Ja. Das ist richtig. Welche magst du wählen? Das ist eine sehr gute Frage. Das wird ein Big Welcome. Big Welcome wählst du? Ja. Dann Chain Mudora. Was kann der? Der banisht sich vom Grave Quick Effect und ich kann es bis zu drei. Bis zu drei Karten in den Friedhöfen wählen und sie ins Deck mischen. Dann wähle ich dein Big Welcome, ihn hier und sie. Alles klar. Die drei würde ich ins Deck mischen. Good Card gegen Lab. Tatsächlich auch. Ja. Gut gegen Tier ist richtig stark, aber. Gut, in dem Fall. Das ist sad. Gut, dann. Würde ich tatsächlich. Das ist natürlich schmerzhaft. Aber auch genauso notwendig. Ich würde Summon vom Extra-Deck. Würde eine Karte discarden. Und die zerstören. Ja. Und dann würde ich passen. Dann Drop. Du siehst meinen Drop. Ja. 7 Minuten. Cringe mal eher. Toll. Worst case, wenn es ein Draw. Normal Sum, Ariana. Ariana, Effekt. Ja, das ist fein. Du hast nur eine Handkarte? Eine Handkarte, genau. Effekt zum Suchen. Suche mir einen. Einen Drachlüsti auf die Hand. Ja. Perfekt, Drachlüsti, Pitch Ash. Ja. Für den Willkommenslabyrinth. Ja. Effekt Uhr im Grave. Ja. Addback Uhr. Ja. Den kann ich nicht. Nee, ist kein Quick Effect. Discard Uhr in der Hand. Ja. Den kann ich nicht aktivieren, wenn du dran bist, gell? Wie bitte? Den kann ich nicht aktivieren, wenn du dran bist, gell? Nee, der ist nur on Summon. Okay. Dann Willkommenslabyrinth. Ja. Für Lady. Ja. Effekt Big Welcome, Target C für Bounce. Hat was für Welcome gesetzt? Ich habe mir normales Welcome gesetzt, ja. Chainlink. Ach, die geht auf die Hand. Auf die Hand, ja. Chainlink 1, 2, 3. Mhm. Effekt. Target. Sieg. Ja. Pitch. Ja. Effekt. Ja.
für den Pick. Ja. Dann Battleface. Ja. Würde ich mit 3000. Dann sind das wie viel? Das sind 2-1. Und dann wahrscheinlich 2-0. Und dann 2-0. Und dann mit 1000. Genau. Und dann bist du dran. Ja. Ja. Möchtest du was machen? In der Draw Phase. Junge, der ist so unerwartet gut. In der Draw Phase würde ich Willkommenslabyrinth aktivieren. Ja, da würde ich gerne was nehmen. Willkommenslabyrinth. Okay. Normales Willkommenslabyrinth. Ja. Dann chain ich die Lady dran. Auch fein. Setz mir Punishment. Ja. Und Special den Arias. Ja. Handkarten? Keine. Keine. Dann würde ich tatsächlich ganz gerne. Willst du noch was machen in der Draw, oder? Nee, ich, bisher bin ich fertig. Dann würde ich dir den hier gerne hinlegen. Klar. Für die drei. Die drei hier? Ja. Ja. Das sieht ein wenig düster aus. Ja, du willst es machen. Meiner? Ja. Dann in der Endphase. Big Welcome. Das würde ich gerne, Ash. Dann Effekt Arias im Friedhof. Wenn du was auf meine Labyrinth-Karten chainst, dann kommt der Special. Dann Miner. Ja. Draw. Standby Main. Effekt Mugcrackerin. Du musst aber nicht. Ich bringe noch gar nicht weitermachen. Wir haben noch eine Minute und das ja, ich geht auch. Will dich halt umbringen. Ja, wenn du willst, geht. Mach. Dann würde ich in die Battleface gehen und dann Angriff. Strong.